Hey Leute, ich bin Matthias aus München. Ich weiß, scheiß auf mich. Ich krieg nicht mal einen München-Applaus dafür, dass ich aus München komme. Was ich von mir erzählen möchte, ist, ich lächle gern fremde Kinder an. Kein Hintergedanke, ich mag einfach Kinder. Also die Leute sagen, man kann im Leben nicht genug lächeln, aber wenn es um fremde Kinder geht, kann man sogar zu viel lächeln. Und was zu viel ist, das merkst du immer erst, wenn es zu spät ist. Wenn Eltern dich wütend anschauen. Es ist nicht gut, ich versuche ein bisschen mein Kinder nett an Anschau-Game ein bisschen zu verändern. So, ich probiere Sachen, so zwinkern, den Howdy-Partner oder die Fingerpistole. So, man wirkt nicht bedrohlich, wenn man eine Fingerpistole macht. So, die Eltern denken immer noch, ich habe unlautere Absicht mit ihren Kindern, aber sie glauben auch, dass ich einfach nicht heftig genug bin, um es durchzuziehen. So, keiner wird gefährlich mit der Fingerpistole. Keine Ahnung, erinnert ihr euch die Actionfilme aus den 90ern? So, hin und wieder gab es so Szenen, wo der Bösewicht dem Protagonisten so droht, dass er ihn umbringt, und zwar mit der Fingerpistole. Und es wirkt nicht, wie es wirken soll. So, ich war 13 Jahre, saß im Kino, dachte, das Opfer klatsche ich um. Ja, so, ist einfach nicht gefährlich. Ja. Aber was ich auch gern mache, ist Kindern Schokolade schenken. Aber nicht allen Kindern und nicht überall. Ich mache das ausschließlich im Supermarkt. Und auch nicht jedem Kind, sondern nur den Kindern, die gerade einen Nervenzusammenbruch hatten an der Kasse. So, ihr kennt das, so das Kind will einen Schokoriegel und die Eltern sagen nein und das Kind fängt an zu schreien. So, und die Eltern, die halten durch, gell? Die wissen, wenn ich jetzt hart bleibe, ja, dann probiert er das vielleicht noch einmal, vielleicht doch zweimal so, aber irgendwann merkt er, er kommt mit dem Geschrei nicht durch. Ich muss das jetzt nur aushalten. Ja? Und dann halten wir das aus. Und dann komme ich. Mit so einer Familienpackung Snickers. Und ich sage zu dem Kind dann, hier, weil du so schön geschrien hast. Und die Eltern schauen mich dann böse an und ich so. Ja, das mache ich in Supermärkten. Aber es ist tatsächlich ein Wunder, dass ich in Supermärkten mich oft aufhalte, weil ich verlaufe mich wahnsinnig oft. Und ich frage andere Leute nicht nach dem Weg. So, weil, keine Ahnung, kennt ihr andere Leute? Andere Leute sind für den Arsch. So, okay. Andere Leute wandern aus nach Kanada und werden da Immobilienmakler. Solche Sachen. Wieso? So, also keine Ahnung, Bürokratie. Du verkaufst alles, lässt deine Freunde zurück, nur um einen Scheißjob auf Englisch zu machen. So, was ist denn das auch für ein Befreiungsschlag? So, oh, Deutschland ist so ätzend, vielleicht wird es an einem Ort besser, wo ich mit Akzent rede. Dabei haben wir hier in Deutschland schon genug Scheißjobs. So, mach doch die, zum Beispiel Koch-Influencer. Wusstet ihr, dass es Koch-Influencer gibt? Ich bin über eine gestolpert, die heißt Sally. Und die ist irrsinnig erfolgreich. Die hat so einen Kanal auf YouTube und die hat so ein ganzes Back-Imperium und verkauft Kram. Und ich wollte mal Cupcakes backen. So. Ja, ich wollte Cupcakes backen, ich bin vielschichtig. Ja. Auf jeden Fall habe ich ein Video von Sally gefunden, wo sie erklärt, wie man Cupcakes backt. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe parallel mitgebackt und Sally hat mir erzählt, dass ihre Kinder so gern Cupcakes essen und dass ihr Mann ihr mal versucht hat zu helfen und er hat es überhaupt nicht hingekriegt und ich habe so mitgebackt und mir gedacht, so Sally, bitte, halt's Maul. Ich bin hier für Essen, nicht für Freundschaft. So, ich will keine Backstory von Sally, so der Mensch hinter dem Rezept ist mir völlig egal. Wenn er ein gutes Rezept hat, würde ich mir Marmorkuchenbacken beibringen lassen von Josef Stalin. So. Und was ich jetzt auch weiß, ist nicht, wie man Cupcakes backt, aber ich weiß, dass Sally einen Hund hat, der heißt Nala. Was ist denn das für ein beschissener Hundename? Nala, keine Ahnung. Bei Kindern gibt es Reglements, wie du dein Kind benennen darfst. Oder das, die Behörden setzen dem Grenzen. So, ich darf meinen Sohn nicht Bumsroboter 3000 nennen. So. Und es ist okay. So, man muss der Kreativität von Leuten manchmal enge Grenzen setzen. So, aber bei Hunden kannst du dich austoben. So, bei Hunden kannst du den Hunden Namen geben, wie du willst. So, und dann kommt sie auf Nala. So, wenn ich meinen Hund benennen würde, dann würde ich ihm einen Namen geben, auf den ich stolz bin. Stolz sein auf Namen. Wie LKW-Fahrer. So. Die sind stolz auf Namen. So, keiner sonst würde auf die Idee kommen, Michael auf ein Schild zu drücken und sich in die Scheibe hängen zu lassen.
Die ziehen das durch so. Wer bringt den Tod in den toten Winkel? Andreas. Ich kenne die Unfallstatistik nicht mit LKWs, aber ich weiß, es gibt eh zu viele Fahrradfahrer. Ganz ehrlich, es gibt so viele von denen, ich bin froh um jeden, der ohne Helm fährt. So. Oder noch besser, da gibt es so Leute, die haben so ein Fahrradfahrer-Airbag um den Hals. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? So ein Hörnchen um den Hals. Und wenn man fällt, dann soll sich das aufblasen und dein Kopf und deine Wirbelsäule... Nie im Leben funktioniert das. Ich wette mit euch, der Scheiß funktioniert nicht. So. Aber keiner beschwert sich. Weil niemand trauert um Leute, die mit Fahrrad-Airbag durch die Gegend fahren. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wenn ihr eine Frau seid und euer Mann geht in der Früh aus dem Haus mit so einem hufeisenförmigen Verhütungsmittel um den Hals, so, dann denkt ihr ja nicht, hoffentlich kommt der gesund wieder. So. Ihr denkt euch, hoffentlich holt ihn sich einen LKW-Fahrer namens Nala. Das war meine Zeit, die war großartig. Dankeschön. Sag mal, hast du gerade ein Video von Comedy Clash gesehen? Sehr gut. Hier gibt's nämlich die ganze Folge und hier gibt's weitere Videos von SWR Comedy. Und wenn du schon mal dabei bist, lass doch hier bitte auch ein Abo da.